Roland, du bist, ja, ich sag mal so, auch viel gereist, durch viele Länder schon gekommen. Hast du mitgezählt, wie viele Länder du schon besucht hast und wie viele Kulturen du kennengelernt hast? Nee, nicht gezählt, aber die sich mir am meisten eingeprägt haben, waren, wo wir zusammen waren, zum Beispiel in Georgien und wo wir gemeinsam in Zimmern geschnarcht haben. Das war eine gute Zeit, ja, genau, das stimmt. Roland, ich habe die Frage von Tobi heute Morgen auch schon bekommen, ob ich mich schon mal fremd gefühlt habe. Ich gebe die Frage gleich mal weiter. Gab es eine Situation oder vielleicht auch mehrere, eine Situation, an die du dich erinnern kannst und sagst, da hast du dich fremd gefühlt? Die habe ich immer wieder, auch in manchen Regionen Deutschlands, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Aber ich gehe inzwischen immer davon aus, dass egal, was die Menschen sagen, es immer positiv ist. Eine super Einstellung, Roland. Mit der kommen wir durchs Leben. Wir haben dich eingeladen und du wirst uns einen Impuls geben. Wir stellen uns diese Situation, Flüchtlingsherausforderung, viele Menschen aus vielen Kulturen, die in unserem Land leben. Worin siehst du die ja, vielleicht auch besonderen Chancen, Herausforderungen? Wie schätzt du die Situation ein von Gemeinden und Kirchen? Also, das waren jetzt 4 Fragen oder 3. In Mathe war ich nicht so gut. Ich fange mal hinten an. Ich bin sehr begeistert, dass überall, wo ich hinkomme, an vielen Orten, ich merke, dass Christen und Christinnen sich engagieren. Das ist also grundsätzlich etwas, wo ich sage, das habe ich so noch nicht erlebt, dass man an einem Thema alle gleichzeitig zumindest sieht, dass es wichtig ist, aber auch ein starkes Bemühen hat. Ich habe auch gerade in letzter Zeit und in den nächsten Wochen sehr viele Vorträge in diese Richtung, wo Gemeinden einladen, wir wollen noch mehr lernen, auch über zum Beispiel Islam und über wie wir gut begegnen können. Das ist das eine. Das andere, was ich befürchte, ist, dass wir, so wie das oft ist, nach einem gewissen Hype das Thema vergessen. Und dass wir es zwar irgendwie im Kopf noch haben, aber dann kommt das Nächste, aber die Menschen sind immer noch da. Und wir reden jetzt ja nicht mal über schnelle Dinge, sondern wenn wir wirklich Integration wollen, Begegnungen, vielleicht sogar das, was das Thema des heutigen Tages ist, nämlich Freunde werden, dann sind das ja lange Wege. Ja? Und diesen haben wir den langen Atem. Das wird, glaube ich, die große Frage sein. Und das Dritte, die Chancen sind, dass wir selbst unglaublich bereichert werden. Das ist die große Chance, dass wir aus dem Ganzen miteinander stärker, fröhlicher, mutiger, gewisser, toleranter, gottvertrauender herauskommen und sagen, das, was uns die Geschwister aus anderen Ländern gebracht haben, das hat uns unglaublich bereichert. Und ich glaube, das ist das, was die große Chance für uns auch in Deutschland. Ich glaube, das ist auch ein Geschenk Gottes an uns, dass er uns diese vielen Menschen schenkt. Aber solche Geschenke muss man halt auspacken. Dankeschön, ja? Tatsache. Ich habe noch eine Frage an dich, Roland, um ein bisschen auf dich persönlich zu gehen. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt nicht hier wärst und auch sonst keinen anderen Termin hättest? Heute Morgen. Heute Morgen, heute den ganzen Tag. Wenn ich heute keinen Termin in dem schönen Bernhäuser Forst, den ich liebe und wo ich schon oft war, wunderbarer Ort, hätte, dann würde ich wahrscheinlich an dem Buch, an dem ich gerade arbeite, weiterschreiben. Ich habe mit Johannes Nielsen, der ist der Projektreferent im CVM-Gesamtverband für Reformationsjubiläum, bringen wir im Herbst, wenn es denn klappt, ein Buch heraus, 366 Kurzbiografien, Frauen, Männer, die in irgendeiner Weise vom Evangelium bewegt sind. Das wird jetzt heißen mit Wort und Tat, 366 Mal gelebte Reformation. Da haben sich etwa 100 Leute beteiligt. Ich bin auch noch offen für weitere Beiträge. 2200 Zeichen. Also brauche ich vor allen Dingen württembergische mit, also wir haben viele Württemberger drin, muss man sagen. Inder haben wir auch drin, also das ist ganz toll. Manche von den lieben Freunden schreiben dann statt 2200 Zeichen 4100 Zeichen. Ja? Aber die Seite hat nur 2200 Platz. Das heißt, ich muss also mühsamst sozusagen hier ein und da ein jedoch und hier ein Komma und so weiter überall kürzen, dass sie dann irgendwann. Das würde ich jetzt machen.
Und dabei wahrscheinlich Kaffee trinken. Ich dachte, es wäre etwas Angenehmeres, aber das kann man durchaus auch machen. Ja, was angenehm ist, ist immer sehr subjektiv, ne? Muss man auch sagen. Ja, genau. Ich glaube, gefühlt auf allen Reisen, die wir zusammen gemacht haben, hast du Bücher geschrieben. Nebenbei, glaube ich, immer. Aber es ist ein Geheimnis, die schreiben sich nicht von selbst. Das muss man sagen, genau. Wir freuen uns, dass du da bist und ich darf noch für dich beten. Jesus, danke dafür, Herr, dass du uns diesen Tag schenkst zusammen und dass wir hier gemeinsam an diesem Thema, an diesen Chancen arbeiten, nachdenken dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du Roland die richtigen Worte gibst und uns das Herz aufmachst, dass du selber sprichst und uns herausforderst, ermutigst und uns die Richtung zeigst. Vielen Dank, dass du da bist und durch Roland auch sprechen wirst. Amen. Amen. So, von jetzt ab habe ich 40 Minuten. Wie wird man Freund? In Deutschland wird man Freund, indem man sich genau an die vorgegebene Minutenzahl hält. In Georgien wird man Freund, indem man mindestens 3 Gläser Wein miteinander trinkt. Es können aber auch ein paar mehr sein. Ich erinnere mich, dass wir bei einem Bischof eingeladen waren, einem orthodoxen Bischof. Ein anderer, ein baptistischer Bischof, sagt, komm, wir wollen einen orthodoxen Bischof besuchen. War Anfang der 90er Jahre. Sind da irgendwie in so ein Gebiet da in Tiflis gefahren und irgendwie so ein altes Gebäude, so sah es aus, also ein, was heißt alt, aber ein bisschen heruntergekommen. 7. Stock, oben drin war es ganz toll, Marmor, Stuck, super Parkettboden, war Bischof Nikolaus und dann haben wir miteinander den Abend verbracht. Unendlich viel gegessen, wie das in Georgien so ist. Da wird es immer draufgestellt und noch drauf und noch drauf. Also, dass du hinter so 4 Teller übereinander hast vor dir und okay, ich will nochmal das Fleisch und dann fällt der Turmbau zu Babel zusammen und so. Und dann jedes Mal gibt es einen Trinkspruch und der Trinkmeister, der Tamada, sagt dann, und jetzt trinken wir auf die georgischen Frauen und dann auf die deutschen Frauen und jetzt trinken wir auf Mutter Maria und jetzt trinken wir auf die deutsch-georgische Freundschaft und so weiter. Und jedes Mal kriegt man das Ding dann voll und muss das runterkippen und irgendwie nach dem zweiten Glas dachte ich, ich bin eigentlich mit einem Vater aufgewachsen, der beim Blauen Kreuz war, wer das nicht weiß, kann sich erinnern. Und dachte, ich bin das eigentlich gar nicht gewohnt, ne? Was machst du denn jetzt? Ne? Und dann sah ich an meinen baptistischer Freund, der hat immer das Glas hochgehoben und wieder hingestellt. Das ist auch eine Methode, ja. Also in Georgien wird man Freund, wenn man miteinander viel trinkt, ja. Im Jemen wird man Freund, wenn man miteinander die Wasserpfeife raucht, ne? Und noch besser dieses Katkaut, dieses Zeug, was sozusagen in der Wange ist und immer so wie eine Art Orange aussieht, die dann sozusagen die eine Wange füllt. Ja, in Deutschland wird man Freund. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Wenn man E-Mails austauscht. In Korea kann man anfangen, und auch in Hongkong, Anfang von Freundschaft erleben, wenn man sein Kärtchen mit dem eigenen persönlichen Angaben unter Verbeugung so dem anderen weitergibt. Und so weiter. Also es gibt so viele verschiedene Kulturen, es gibt so viele verschiedene Wege und irgendwo sind wir alle Fremde. Und die große Einladung ist, dass wir eine Welt gestalten miteinander im Namen Gottes, wo aus Fremden Freunde werden. Wie viele Freunde aus anderen Ländern hast du? Sag mal, zähl mal, reicht deine eine Hand? Ja, die Frage, was ist ein Freund? Ne? In Amerika ist natürlich ein Friend, I have 10.000 friends, ja. Ich habe übrigens 5.000 Freunde auf Facebook, manchmal nur 4.997, das kommt, dass irgendjemand sich entfreundet, ich weiß nicht wie und warum, ob das ein Algorithmus ist oder ob ich irgendwas gesagt habe, aber dann habe ich noch eine Warteliste von 150 Leuten, also ich habe ganz, ganz viele Freunde, ja, bin ich ganz, ganz stolz drauf, leider, ja, hat Facebook diese Grenze gemacht bei 5.000, sonst kommst du halt nicht weiter. Aber jetzt sag mal, jetzt echte Freunde. Das ist die Frage, wie definieren wir Freundschaft? Ne? Müssen wir getrunken haben miteinander? Müssen wir Blutsbruderschaft irgendwie zelebriert haben? Wer ist ein Freund?
Sagt mal jemand, wer sagt, ich habe wirklich aus einer anderen Kultur jemanden, den ich als Freund oder Freundin bezeichnen würde. Also einer nicht meiner Heimatkultur. Könnt ihr mal aufzeigen? Gut. Wow. An die gute Hälfte. Die andere, aber auch nicht. Und das hier sind ja Menschen, die das wollen, sonst wären wir ja gar nicht hier. Ja? Also die, für die dieses Thema ein Herzensthema ist. Und wenn wir jetzt sozusagen das an uns wirklich heranlassen und fragen, wo bin ich denn ein Freund oder wo habe ich Freunde aus anderen Kulturkreisen, und damit meine ich jetzt nicht Schwaben und Baden, das ist ja auch schon was, aber sondern ich meine wirklich auch andere Sprache, mehr Knoblauch, ganz süßer Tee und und so weiter. Was sind denn so Probleme bei Freundschaften? Unterschiedliche Erwartungen zum Beispiel. Dass Dinge unterschiedlich interpretiert werden. Dass man irgendwie an Grenzen kommt, wo man dann sich doch nicht versteht. Oder wo man merkt, die Kulturen klaffen doch sehr stark auseinander. Wo haben wir schon mal Fremdsein erlebt? Das war eine Frage, die wir gerade schon gestellt bekommen haben. Ich will mit ein paar kleinen Geschichten und Bildern anfangen. So ist mir gesagt worden, erzähl doch auch einfach ein paar schöne oder nicht so schöne Geschichten. Ich erzähle mal eine von der Autobahn zwischen Frankfurt und Gießen. Ist jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre her. Ich fahre nach Norden, von Frankfurt kommen Richtung Marburg auf der A45, und da sehe ich da jemanden laufen, einen jungen Mann auf der Autobahn. Ich denke, irgendwie ist das nicht normal. Normalerweise fahren Autos auf der Autobahn. Und ich sehe auch so aus dem Augenwinkel, dass er wahrscheinlich aus Indien oder so kommt, oder aus dem indischen Subkontinent, den ich immer den indischen Superkontinent nenne, und denke, der läuft da so rum. Der muss, und dann fahre ich an den Standstreifen und warte, bis er kommt, angelaufen, und ich merke, der steigt ein, war Nepal, das haben wir gerade noch hingekriegt, konnte kein Englisch, kein Deutsch, ich kann kein Hindi, kein Nepali, und irgendwie richtig, ich hatte dann einen Zettel, dann stand da Asylheim Reinhardshain. Und ich wusste, wo das ist. Das ist, wenn man in Gießen Richtung Kassel dann fährt, auf der A5, wo ich eigentlich nicht fahren muss, weil ich muss dann die 45 weiter nach Norden fahren. Aber ich denke, ich fahre den dann hin und habe ihn dann zu seinem Asylheim gefahren. Und als der ausstieg, wir konnten nicht kommunizieren, der hat sich so gefreut, dass der mir einen Kuss auf den Mund gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das in seiner Kultur üblich ist. In meiner war es nicht üblich. Aber ich nehme es als ein Zeichen der unglaublichen Dankbarkeit, dass da irgendeiner sich über ihn erbarmt hat. So eine ganz kleine Szene. Und den habe ich nie wieder gesehen, aber wie gesagt, ich erinnere mich an ihn. Sonst würde ich es heute nicht erzählen. Und ich denke, was ist aus ihm geworden? Aber in dieser einen Situation, also das waren noch drei, die hätten noch 25 Kilometer auf der Autobahn laufen müssen, um da irgendwie hinzukommen, wo er eigentlich hingehörte. Wie er da hinkam, warum er da rumlief, kein Mensch weiß es. Ein anderes Bild. Wir sind in Dongola im Sudan, im Norden. Und dort waren lange Zeit deutsche Krankenschwestern, sind im Augenblick nicht mehr da, es ist ein bisschen schwieriger im Sudan, auf jeden Fall. Die waren über 20 Jahre dort, wir haben sie immer wieder besucht, wenn ich da meine Spracharbeit gemacht habe. Und die eine Schwester Margarete sagt, Roland, ich habe die Erlaubnis, ins Gefängnis zu gehen, alle 2 Wochen. Jetzt Freitag will ich wieder ins Gefängnis gehen, willst du mitkommen? Gefängnis bedeutete dort, einfach in der Wüste, 10 Kilometer draußen oder 8 Kilometer draußen, einen umgrenzten Raum, eine Mauer, die vielleicht so hoch ist wie hier die Fensterfront,
drei Meter oder ein bisschen plus, aus Lehm, so eine Art Viereck, Quadrat, zwei Baracken drin, eine für die Männer, eine für die Frauen, noch ein kleines Häuschen für die Wärter. Und dort waren Menschen aus dem Südsudan eingesperrt für kleinste Delikte, zum Beispiel, dass die Frauen Bier gebraut haben, was in vielen südsudanesischen Kulturen ganz normal ist, weil man da aus Mais oder Hirse oder aus irgendwas Bier braut. Und dann war aber die Scharia eingeführt, noch unter dem Numeri, so in den letzten Amtsjahren, und dann war das verboten, Bier, Alkohol zu haben. Sie waren zwar keine Muslime, sondern eigentlich entweder traditionelle Religionsangehörige oder Christen, aber dennoch die gleichen Polizisten, die abends heimlich kamen und das Bier kauften, waren die, die ihn tagsüber eingesperrt haben. Jedenfalls solche kleineren Delikte waren dort und vertreten Menschen, die die begangen hatten. Und wir luden dann ein zu diesem Gottesdienst. Und dann saßen wir so mit 8 Leuten vielleicht, wenn es hochkommt, 7, 8 Leute. Es gab einen Stuhl, es gab eine kleine Bank. Ich musste als Ehrengast auf dem Stuhl sitzen, war mir natürlich super peinlich. Margarete saß auf der Bank und die anderen saßen einfach im Sand. Und jetzt war die Frage, wie feiern wir diesen Gottesdienst? Ist mein Arabisch sehr schlecht, wie auch Yassir und Yassin und andere, Rudi und alle bestätigen können. Und damals war es noch viel schlechter. Und ich soll da jetzt also eine Andacht halten und keine Ahnung. Das Problem war auch, diese Südsudanesen konnten auch kein Arabisch. Also das verband uns auch schon wieder, weil die ja auch andere Sprachen hatten. Also Shilluk und Dinka und Nuer und wie die ganzen Sprachen heißen. Ja, also dann Margarete versuchte tapfer, uns ein arabisches Lied beizubringen. Dann haben wir auch ein bisschen gesungen und dann habe ich gepredigt. Und ich glaube, weder ich noch jemand anders hat verstanden, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall haben wir dann miteinander gesagt, dann hieß es, wir beten. Und dann fing der eine an und betete auf Nuer, das ist eine nilotische Sprache. Jemand anders betete auf Shilluk. Einer holte auf einmal so ein kleines Johannesevangelium aus Englisch aus der Tasche und las Johannes 1 auf Englisch vor. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. Und dann sagte einer, auch wirklich ein echter Südsudanese, ganz, ganz groß gewachsener, tief schwarz, es gibt ja unterschiedliche Shades of Black, genauso wie es bei uns sogenannten Weißen ja auch unterschiedliche Farben des Rots gibt. Ja, wir sind ja gar nicht die Weißen, ja. In Nigeria werden die Weißen die Roten genannt. Ja, wenn wir da rumlaufen in Afrika, wir sind nicht weiß, das ist eine Illusion. Wir sind nicht weiß, wir sind rot. Ja? Jedenfalls dieser fing auf einmal an zu beten, Pater Noster qui es in cielo sanctificet nomen tuus, nomen tuum, Entschuldigung, für alle Lateiner, veniat regnum tuum. Ich denke, das ist Latein. Und zwar in italienischer Aussprache, ja. Wo kann der denn jetzt Latein her? Ich sitze hier im Nordsudan, in der Wüste. Und das muss er von irgendeinem katholischen Pater, einem italienischen Pater gelernt haben. Und wir sitzen dort und beten. Und auf einmal wurden aus Fremden ja nicht nur Freunde, sondern Geschwister. Weil wir miteinander bei Gott irgendwie waren. Diese Menschen nie wieder getroffen, ich weiß nicht, wo sie sind, ob sie zurück sind im Südsudan, jetzt im neuen Südsudan, ob sie noch im sogenannten Nordsudan leben. Wie werden wir Freunde? Und was ist das Fremdsein? Wie fühlt sich das an, ausgeschlossen zu sein aus einer Gruppe? Keiner redet mehr mit dir, jeder redet über dich, erfahren wir vielleicht manchmal. Irgendwo in eine Situation zu kommen, die man nicht deuten kann. Was passiert da denn jetzt gerade? Und viele Menschen, die zu uns kommen, können die Situation, die sie erleben, gar nicht deuten. Man versteht auch nur das, was man kennt. Wenn man gelernt hat, die andere Kultur zu lesen, dann versteht man, was da ist. Ich gebe mal so ganz kleine Beispiele.
Kultur lesen, sprich erste Schritte, Fremdsein zu überwinden, also dieses Nicht-Verstehen. Wenn ich im Orient unterwegs bin und ich sehe einen Mann, der einen goldenen Ring trägt als Ehering, was weiß ich dann über diesen Mann? Bitte? Er hat eine Frau. Das, davon gehe ich aus. Genau, und er hat auch nur eine Frau. Geld. Nein, ich weiß, dass er Christ ist. Weil ein Muslim als Mann keinen goldenen Ring tragen würde. Ja? Weil Muslime tragen Silberringe. Wenn ich also einen Mann sehe, außer Liberale, ja, aber im Orient, wenn ich also, oder sagen wir mal, 90% kann ich davon ausgehen, das ist kein Muslim, sondern ein orientalischer Christ, weil er als Mann einen goldenen Ring trägt. Warum zum Beispiel? Wie kommt das da? Ich war mal bei einem Freund auch in Dongola und ich habe ihn gefragt, wie ist das denn mit den Ringen? Er sagte, das war so, und jetzt kommt ein Hadith. Ein Hadith ist eine Überlieferung über Mohammed, was er gesagt hat oder haben soll oder was er getan hat. Dass einmal ein Mann mit einem goldenen Ring zu ihm kam und sagte, wieso? Und dann sagte Mohammed zu ihm, wieso trägst du den Schmuck der Frauen? Dann kam er am nächsten Tag, hatte einen eisernen Ring an, da sagte Mohammed zu ihm, wieso trägst du die Fessel der Sklaven? Und am dritten Tag kam Mohammed zu ihm, kam der Mann und hatte den Silberring und der Prophet sagte nichts. Ergo, es ist erlaubt, Silber zu tragen. So, das ist jetzt kein großes Thema. Ich nehme das eigentlich nur als ein Beispiel, was sehe ich oder was sehe ich eigentlich nicht. Wir waren jetzt in Jerusalem mit einem kleinen Team von Christustreff Marburg und waren in einer syrisch-orthodoxen Kirche, wo die gebaut sein soll über dem Haus des Johannes Markus, der das Markus-Evangelium verfasst hat. Und dort ist auch eine Ikone, die Lukas geschrieben hat, mit dem Bild von Maria. Also Lukas war nicht nur Arzt, sondern auch Maler, wie wir dort gelernt haben. Und wir haben auch einige Geschichten über diese Ikone gehört. Auf jeden Fall ist dort eine Schwester Justina. Sie kommt aus Erbil im Irak und ist seit 15 Jahren in Jerusalem und hat einen Ruf von Gott, dort in dieser Kirche zu dienen und Menschen, die dort reinkommen, von den Wundern zu erzählen, die dort vor dieser Ikone geschehen sind. Und da sind einige ganz beeindruckende Wunder. Ich kenne inzwischen schon 6 oder 7 ausführlich, weil ich mehrmals schon von ihr die Erklärungen gehört habe, die teilweise auch etwas länger sind. Auf jeden Fall saßen dann doch unsere Leute, so wie jetzt hier in der ersten Reihe von den hier sitzenden 7 Personen, 6 sitzen, nämlich mit überschlagenen Beinen. Ne? Lieber Yassin, lieber Yassir, lieber Gottfried und ihr alle mit euren übergeschlagenen Beinen. Ja? So könnt ihr ja überhaupt nicht in einer Kirche sitzen, Tobi, ja? Oder in einer Versammlung. Warum denn nicht? Ja, wegen den Schuhen. Die Schuhe zeigen dann hier, du bist die Sohle, ne? Ich trete auf dich und ich halte dich nicht für so wichtig, ne? Oder auch nach anderer Interpretation, dass das eine sexuelle Geste ist, dass das unanständig ist, so mit so übergeschlagenen Beinen im Orient zu sitzen. Das heißt, da kommt also jetzt ein orientalischer, sagen wir Christ oder Muslim, in eine Versammlung im Bernhäuser Forst und sieht all diese Menschen mit überschlagenen Beinen sitzen. Und er sagt, was ist denn das? Und das ist jetzt ein Gottesdienst? Ne? Oder das geht mir so, wenn ich dann in Amerika bin und der Pastor, der steht vorne auf der Kanzel und der predigt und betet so. Ne? So, oh Herr, ja, fragt man sich, warum hat er eigentlich die Hände in der Hosentasche, ja? Was sehen wir, was sehen andere, wenn sie uns sehen? Wir waren mal in Aswan in Südägypten vor langer Zeit, da ist so ein Outdoor-Café am ersten Katarakt über dem Nil, sehr schön, saßen da, es war irgendwie heiß, obwohl es Abend war, hatten wir noch weit über 40 Grad
Und der Kellner kam und sagte, was wollt ihr haben? Ja, ein Mango-Saft oder so. Und damals haben wir dann gesagt, als er dann weg war, haben wir gesagt, ach, wir beten doch mal eben miteinander. Ja? Aus irgendeinem Grunde war uns ein Anliegen, wir sitzen zu dritt oder viert um diesen Tisch, wir falten unsere Hände und wir sitzen so und beten. Kommt der Kellner und sagt nicht, darf ich mitbeten, sondern er stößt mich an und sagt, wach auf. Ja? Weil er das interpretiert hat, dass wir schlafen. Ja? Ja, weil so betet man ja nicht, ne? So schläft man. Beten würde ich vielleicht so, steht schon in der Bibel. Beten würde ich vielleicht, wenn ich knie und die Hände öffne. Beten würde ich auch möglichst ohne Schuhe anzuhaben. Ja? Sehr interessant. Was sehen wir, wenn wir einander sehen? Wie interpretieren wir das, was ist? Und ich sage extra diese kleinen Beispiele, weil ich dieses Fremdsein mal in so ganz, ganz kleine Dinge runterbrechen möchte und ein Gefühl dafür vermitteln möchte, was für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, was für eine Leistung die bringen müssen, nicht nur die Sprache zu lernen, sondern auch die Kultur zu lernen. Ja, wie verhalte ich mich denn in einer Gruppe? Darf ich als Mann eine Frau ansprechen oder darf ich es nicht? Darf ich die Hand geben oder nicht? Oder wer umarmt eigentlich hier wen? Ist ja auch manchmal in christlichen Kreisen so unklar. Ne? Wer hat das Recht, wen zu umarmen? Ne? Und wie umarmt man? Oder wenn man einen Begrüßungskuss macht, wie macht man den denn richtig? Ja? Also wir haben eine serbische Dame bei uns in Marburg, die Dragica, die zum Glauben gekommen ist. Sie kommt aus der orthodoxen Tradition. Wir haben vor einigen Jahren mit ihr eine Tauferneuerung gefeiert, weil sie wusste nicht, ob sie als Kind getauft war oder nicht. Ihr Vater war strammer Kommunist. Und sie sagt, sie weiß, dass ihre Mutter sie irgendwann mal zu einem Priester geschleppt hat, als sie Baby war. Aber was der gemacht hatte, wusste sie nicht. War sie da nur getauft oder gesegnet worden? Auf jeden Fall, wenn ich Dragica begrüße, dann darf und muss ich sie, und ich muss auch ihr einen Kuss geben. Und nicht nur einen, sondern... Und dann vergesse ich immer und dann sagt Dragica, drei, Roland, drei. Noch einmal. Wenn ich aber in Georgien bin, dann küsse ich nur Männer und keine Frauen. Und nur einmal. Kommt der so und dann mache ich. Wenn ich aber in England bin und bin dort in ein bisschen feinerer Gesellschaft und begrüße eine Dame, den Herren winke ich so kurz zu, hi. How do you do? Aber der Dame küsse ich aber von links, ganz vorsichtig angedeutet, auf die Wange. Ja? Wenn ich im Sudan bin, dann muss ich so, ja, ja, so, drei Stunden lang. Ne? Wie geht's? Wo kommst du her? Geht's dir gut? Der Herr segne dich, Gott segne dich. Wie geht's? Wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Wie geht's dem Kamel? Wie geht's allen? Also es ist sozusagen ewig, ewig und drei Tage. Ne? Amerikaner, wann schütteln die Hände? Die schütteln immer die Hände. Die sagen, gib mir nicht die Hand. Der Deutsche, der gibt dir sofort die Hand. Ne? Der Amerikaner sagt, ja, hi, hi. Und dann sagst du, by the way, I'm David. Dann sagt der andere, I'm Mike. Und dann gibt man die Hände. Ja, das ist typisch amerikanisch. So, es soll jetzt reichen. Mit meinen ganzen Jasin hat gesagt, ich soll ganz viele Geschichten erzählen. Das habe ich jetzt hier mitgetan. Jetzt wird es ein bisschen ernster, weil ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit. Hilfe! Die Mauer zwischen uns, wir und andere, ist ein altes Thema. Wir und die anderen. Wir, das sind die Richtigen. Ja, unsere Sprache ist richtig. Wie wir es sagen, ist richtig. Die anderen sind komisch oder seltsam. Das geht bis dahin, dass die Stämme oft sich selbst als die Menschen benennen. Inuit heißt die Menschen. Deutsch, Teutisco, heißt die, die zum Volk gehören. Die anderen gehören nicht zu uns.
Die Kamelnomaden im Nordwestsudan, die Medob, nennen sich selbst Titi, das heißt Menschen. Ja? Fragt man sich, was die anderen sind. Die Griechen nannten die anderen alles Barbaren. Das waren Leute, die Ball sagen. Man kann das nicht verstehen, irgendeine sinnlose Sprache. Die können ja noch nicht mal richtig Griechisch. Das sind Barbaren. Die Griechen, das waren die Engländer der damaligen Zeit. Die haben auch keine anderen Sprachen gelernt. Wir und die anderen. Ja, wir sind die Richtigen, die anderen sind. Eine Welt voller Mauern. In den Herzen, in den Köpfen und manchmal ganz, ganz tief. Der Rassismus ist ganz tief in uns. Ganz tief. Der Rassismus ist übrigens nicht nur ein europäisches Problem. Der Rassismus ist ein weltweites Problem. Das habe ich im Sudan oft gemerkt. Da geht es um kleinste Unterschiede in der Farbe, wo man steht. In Indien, das Kastensystem, ein rassistisches System par excellence. Irgendwie brauchen wir anscheinend das, um uns besser zu fühlen, um unsere Identität zu stärken, dass wir die anderen ausgrenzen und abwehren. Und natürlich als Gebildete und als Engagierte und als Christen machen wir das nicht, aber ganz, ganz tief kann es doch sein in uns. Und es braucht lange Wege. Eine Welt voller Mauern, die Bibel spricht davon, dass es die Fremden gibt und ganz deutlich, und das kann ich jetzt nicht alles darstellen, in der Zeit ganz deutlich ist, dass in dem Alten Testament das Volk Gottes gelehrt wird, die Fremden nicht schlechter zu behandeln als sich selbst. Der Fremde soll bei dir wohnen wie ein Einheimischer. Ihr sollt die Fremdlinge lieben, 5. Mose 10, Vers 19, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Warum? Ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 19, Vers 33, 34. Und die soziale Ordnung, auch des Sabbats, dass man nicht arbeiten soll am 7. Tage, soll auch für den Fremdling gelten. Der Fremdling soll nicht bedrückt werden. Und so ist schon im Alten Testament angelegt, überhaupt in der ganzen Entwicklung der Heilsgeschichte, dass der Segen rübergehen soll von Israel auf alle Völker. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, sagt Gott zu Abraham in 1. Mose 12. Alle Völker. Unter denen, die aus Ägypten rauszogen, so heißt es, war allerlei fremdes Volk, Lutherdeutsch. Alle möglichen Menschen, die durften dazu sein. Und im Stammbaum Jesu sehen wir diese Fremden, integriert und interessanterweise Menschen, die wir normalerweise nicht so vermuten würden, wie Rahab aus Jericho, die Prostituierte, oder Ruth, die Moabiterin. Menschen, die eigentlich nicht ganz dazugehören, aber durch Gottes Weg und Gottes Willen dazugehören. Diese Mauern, und wie gesagt, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit mehr für, das auszuführen mit den Mauern. Diese Mauern sind ein für alle Mal in Jesus abgebrochen. Epheser 2. Und jetzt habe ich mich ertappt bei der Vorbereitung, dass ich gesagt habe, wenn man theologisch spricht, ist die Mauer abgebrochen. Und da habe ich gedacht, Roland, das ist falsch. Wenn man sagt, so theologisch gesprochen, biblisch-theologisch gesprochen, das drückt es immer ein bisschen weg. Das, was in Jesus am Kreuz passiert ist, nämlich dass die Mauer zwischen Juden und Nichtjuden und auch die Mauer zwischen Gott und uns eingerissen ist, ist die tiefste Wirklichkeit dieser Welt. Das heißt, die Mauern, die wir haben, sind vorläufige Realitäten. Sie sind schmerzhaft und sie sind da.
Aber in Jesus bricht die endgültige Wirklichkeit hinein in unsere Wirklichkeit. Und diese endgültige Wirklichkeit ist, es gibt keine Mauern mehr. In Jesus, er hat aus beiden eins gemacht, ihr, die ihr fern wart, seid nahe geworden. Ihr, die ihr Sünder wart, ihr seid herangezogen worden. Ihr seid jetzt geliebte Kinder Gottes. Er hat euch zu einem Leib gemacht. Ich paraphrasiere jetzt Epheser 2, könnt ihr alle selbst nachlesen. Er hat uns zusammengefügt in Jesus. Und das ist mir so deutlich geworden, nicht nur eine theologische Wahrheit, also ein Theologumenon, etwas, was wir so sagen und dann gehen wir zum Wirklichen über, sondern nein, das ist eine Wirklichkeit, die Gott in dieser Welt etabliert. Und immer wenn wir anders leben als das, leben wir nicht im Neuen, sondern noch im Alten. Das Neue ist, dass es diese Mauer nicht mehr gibt. Kein Mann, keine Frau, kein Sklave, kein Freier, sondern alle eins in Christus. Kein barbares Güte, Jude, Grieche, sondern alle eins in Christus. Das Ende der Mauer in Jesus. Und so schafft Gott in Jesus eine neue Wirklichkeit, ein Volk aus vielen Völkern. Gemeinde Jesu ist von Anfang an multinational, multiethnisch, multikulturell. Und es ist immer eine Einheit in Vielfalt. Die anderen müssen nicht so werden, wie wir sind. Wir brauchen, glaube ich, in Zukunft ganz neue Formen auch des Gottesdienstes. Wir brauchen neue Formen des Gottesdienstes, die haben wir noch nicht. Wenn jemand sie weiß, bitte sagt sie mir. Ich suche nach Gottesdiensten, wo Arabisch und Deutsch zusammen ist. Wie macht man das? Zieht man die Schuhe aus vorher? Verteilt man dann auch Fußspray oder was? Aber wie machen wir das, dass die Kulturen zusammenkommen? Da ist eine große Aufgabe. Ich erinnere mich, wir waren in West-Papua, Irianjaya, und dort hatten Missionare oben im Hochland bei den Yali, die bis in die 70er Jahre hinein Kannibalen waren und in Stammesfäden und Blutfäden lebten, auf Einladung der indonesischen Kirche gearbeitet, von der VEM, Vereinigte Evangelische Mission. Wir waren dort Anfang oder Mitte der 80er Jahre und dann waren wir in einem Gottesdienst, wir saßen in einer Grashütte und dann sagte der Pastor, wir beten, lass uns beten. Und dann sagte die ganze Gemeinde, 1, 2, 3. Und dann machten die Augen zu, das haben wir auch noch nie gehört. Ne? Ne? Weil als die Pastoren kamen, haben die gesagt, ihr müsst beim Beten die Augen zumachen. Ja, so machen wir das in Deutschland. Ja, und da muss eine Sache, nee, wir machen noch nicht die Augen zu. Ja, ist viel zu gefährlich. Ja, dann kommt der von rechts mit seinem Giftpfeil und der schießt mich tot. Ne? Dann sagte der Missionar, wenn wir alle gleichzeitig die Augen zumachen, dann seid ihr sicher. Okay, und wie können wir das sicherstellen? Indem wir sagen, 1, 2, 3. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns zu Freunden gemacht hast. Wie werden wir von Feind zu Freunden? Ich habe euch was mitgebracht, kennt ihr aus dem kleinen Prinzen. Der sitzt dort auf seinem Planeten. Da erschien plötzlich der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete der kleine Prinz höflich, der sich umdrehte, aber nichts entdecken konnte. Ich bin hier, sagte die Stimme unter einem Apfelbaum. Wer bist du? Fragte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Nachdem er kurz überlegt hatte, fügte er hinzu, was bedeutet zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs, was führt dich her? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, sie haben Waffen und sie jagen, das ist ärgerlich. Sie halten sich auch Hühner, das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz, ich suche Freunde. Und dann wird beschrieben, wie der kleine Fuchs ihn lehrt, den kleinen Prinzen, wie man Freundschaft macht. Er sagt, du musst jeden Tag dich ein bisschen näher setzen. Jeden Tag ein ganz klein bisschen näher. Und am Anfang tue ich so, als ob ich dich gar nicht sehe.
Ja, und am Anfang tue ich so, als ob du mich überhaupt nicht interessierst. In Wirklichkeit interessierst du mich natürlich auch. Ich will natürlich auch dein Freund sein, aber das braucht seine Zeit. Das fand ich ganz toll. Ich kann es jetzt auch nicht mehr alles vorlesen. Bitte zähme mich, sagte er. Ich bin jetzt gesprungen. Das würde ich gerne tun, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge lernen. Seht ihr, und der kleine Prinz will unbedingt Freunde finden, aber er merkt gar nicht, dass der Fuchs, der da vor ihm ist, sein Freund sein möchte. Und kann es sein, ich sagte es vorhin schon, dass Gott uns in dieser Situation, in der wir sind, eine neue Dimension von Freundschaft lehren will. Dass das Ganze, weswegen wir heute versammelt sind, kein Problem allein ist. Jedenfalls nicht ein Problem für uns, ist es vielleicht irgendwo auch. Es ist ja hauptsächlich ein Problem für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Für die ist es ein echtes Problem. Für uns ist es eine Anfrage an unser Sozialsystem und an unsere Integrationsfähigkeit. Aber ein echtes Problem ist es ja für die Menschen, die nicht mehr in ihren angestammten Gebieten wohnen können im Augenblick, weil dort rumgebombt wird und furchtbare Dinge passieren und die Männer entweder von der Regierungsarmee oder von einer Rebellenarmee oder sogar von diesem furchtbaren Daesh oder ISIS, wie es heißt, ins Militär gezwungen werden sollen. Freunde dürfen wir werden. Freunde findet man. Ich möchte zum Abschluss kommen und weiß, dass alles, was ich sage, sehr, sehr fragmentarisch ist. Drei kurze Geschichten der Freundschaft aus der Bibel euch in Erinnerung rufen. Mehr soll es nicht sein. Ruth und Naomi. Die eine Moabiterin, die andere eine Judäerin. Zusammengeschlossen, gebunden durchs Schicksal. Und die eine verlässt alles und sagt, ich will bei dir sein. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Aber die Naomi war auch bereit, die Ruth mitzunehmen und es auch zu verteidigen. Und ihr auch zu helfen, sich in der neuen Kultur zurechtzufinden. Das wird in rührender Weise im Buch Ruth erzählt. Eine zweite Szene, ganz früh in der Bibel, nicht so bekannt. Wir sollten übrigens viel mehr das Alte Testament lesen. 1. Mose 14. Abraham ist mit seinen Leuten, den bedrängten Leuten von Sodom zu Hilfe gekommen sind, die ausgeraubt worden sind, von 5 Königen, die aus dem Aramäerland gekommen waren, ausgeraubt, geplündert, in die Gefangenschaft geführt. Abraham macht eine Nacht- und Nebelaktion, holt sie frei, unter anderem auch seinen Neffen Lot. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, den Sohn seines Bruders, mit seiner Habe auch das Volk. Und die Frauen, als er zurückkam und ihn vor dem Sieg, ging ihm entgegen der König von Sodom. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von ihm allen. Eine ganz interessante Szene, die im Hebräerbrief aufgenommen wird. Das kommt aus der Versenkung dieser Melchisedek. Und was tut er zu Abraham, für Abraham, den Fremden? Er bringt ihm Brot und Salz entgegen und nimmt ihn so auf in die Gemeinschaft. Und er segnet ihn. Und jenseits von allen völkischen Linien, weil Melchisedek gehört nicht zu dem Stamm dort, zu dem für Abrahams Nachkommen könnte er ja noch gar nicht. Ganz woanders her eine Verbindung, die heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Und letztens, und da will ich noch ein bisschen, zwei, drei Minuten noch nehmen, David und Jonathan, vom Fremden zum Freund. Als David aufgehört hatte, 1. Samuel 18, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz.
Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren, nämlich den David. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Der David und der Jonathan werden Freunde. Jonathan, der Königssohn aus dem Stamm Benjamin. David, der Hirtenjunge aus dem Stamm Juda. Die Initiative geht von dem Stärkeren aus. Das ist eindeutig Jonathan. Der Privilegierte, der auf der Seite der Macht steht. Der alles hat. Und dieser Jonathan geht in Schritten der Freundschaft auf den David zu. Es sind Schritte, die uns hier beschrieben werden. Es fängt an in der Annahme, in der Liebe, in der Freundschaft. Er gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Das Interesse ist, aneinander Interesse zu haben, einander entdecken, einander wertschätzen. Kennenlernen, den Namen hören, die Geschichte hören. Wer bist du? Was hast du erlebt? Wer bist du, David? Ich will dein Freund sein, ich habe Interesse an dir. Wer bist du, Ali? Wer bist du, Mohammed? Wer bist du, Sanji? Ich will dich kennenlernen. Wer bist du, Dragan? Wer bist du, Barret? Ich will dich kennenlernen. Eigene Rechte aufgeben. Er nimmt sein königliches Gewand und er zieht es aus, sagt, das gebe ich jetzt ab. Meine Autorität, meine Macht, mein Erbe, ich gebe es dir. Ich bevollmächtige dich, ich gebe dir Anteil, ich integriere dich. Saul folgt dieser Führung seines Sohnes Jonathan und sagt, wenn Jonathan den David annimmt, dann nehme ich ihn auch an. Der darf jetzt bei mir sein. Es wird ein Freundschaftsbund geschlossen. Jetzt kann man das vielfältig deuten. Man kann es auch deuten, und so tun es manche Ausleger in allegorischer Weise, auf das, was Jesus getan hat mit uns. Dass er seine Herrlichkeit als Königssohn abgelegt hat für uns. Aber ich entdecke darin auch ganz einfach praktisch Schritte zur Freundschaft. Freundschaft fängt immer mit dem Herzen an. Und Freundschaft ist dann in Phasen und in Schritten, ist ein Bund. Das ist das. Ich lasse dich nicht, weil du bist mein Freund. Wer ist denn ein Freund? Ein Freund ist nicht ein Projekt. Ein Freund ist nicht ein Objekt. Ein Freund ist jemand, zu dem ich stehe, auch wenn es nicht mehr angenehm ist für mich. Weil ich mich verpflichtet habe. Weil wir zueinander gehören. Vom Fremden werden zum Freund, das ist unsere Chance. Wir Christen dürfen dort vorangehen. Es ist ein großes Geschenk. Und deswegen müssen wir die richtigen Fragen stellen. Nicht, was kostet uns das, sondern Herr, was möchtest du, dass wir tun sollen? Ich habe jetzt ganz weit über mein iPad weggestrichen und bin ganz am Ende. In der Stadt der Zukunft, wie sie uns in Offenbarung 21 beschrieben wird, gibt es keine geschlossenen Tore mehr. Die Türen sind offen Tag und Nacht, so sagt es uns der Seher Johannes. Und dann gibt es eine Stelle, die gehört eindeutig zu den Lieblingsstellen für mich in der Bibel. Da steht es, und die Könige der Völker werden wandeln in ihrem Licht, nämlich im Licht der Stadt Jerusalem. Und sie werden den Reichtum der Völker hineinbringen in das neue Jerusalem. Das finde ich genial. Da kommt also der afrikanische Tanz, kommt hinein in das neue Jerusalem. Und die arabische Oude kommt auch rein. Die georgischen Messerkämpfe, ja, wo sie die Messer schmeißen. Und ja, auch die deutsche Theologie. Die chinesische filigrane Papierkunst und die japanischen Bonsai-Bäume und die indische Hochtechnologie. Der Reichtum der Völker findet seinen Weg hinein in das neue Jerusalem.
Und vom neuen Jerusalem geht ein Strom des Lebens aus. Und das sind Bäume und diese Blätter dienen zur Heilung der Völker. Ich glaube, das ist eine wunderbare Darstellung, nicht dessen, was irgendwann mal in der Zukunft passieren soll, sondern was Gott jetzt als Wirklichkeit uns schenken möchte. Nämlich, dass von der Stadt Gottes durch uns hinaus ein Strom des Lebens, der Freundschaft, der Annahme, der Hilfe, der Liebe in die Welt hineinfließt und Menschen aus allen Völkern dadurch Heil und Frieden finden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir wollten ja noch diese kleine Rückfragerunde machen und von daher bitte ich dich einfach noch mal kurz nach vorne. Vielleicht können wir das zweite Mikro. So. Und zwar, eine Frage heißt, die neutestamentliche Wirklichkeit ist Einheit in Christus, aber nicht Gleichheit, oder? Richtig. Denn soziokulturelle und anthropologische Wirklichkeit des Evangeliums ist doch auch, dass wir Menschen Zugehörigkeit und Vergewisserung brauchen. Siehe Juden und Heiden, Christen und so weiter. Wir brauchen beides. Die Frage ist nach der Identität. Also im Zweifelsfall ist es wichtiger, dass du mein Bruder bist und wir zusammengehören oder dass du... Ja, jetzt bin ich gespannt. Thüringer bist und ich Hesse. Oh, sehr gut, ja. Also was ist wichtiger? Wisst ihr nicht, dass er Thüringer ist, nur seht ihr, ja, jetzt wisst ihr was. Ja, das ja? ist ne. Ich habe auch einen Migrations-Background sozusagen. Genau. Also natürlich, wir brauchen das. Und das ist auch schön, das ist ja dieser Reichtum der Völker. Ne? Nicht Gleichheit, die müssen nicht alle unsere Paul-Gerhardt-Lieder singen, so wunderschön sie sind. Und wir müssen auch nicht alle jedes afrikanische Lied mitsingen, mit unaussprechlichen Wörtern und so weiter. Aber das ist eine ganz feine Balance. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man im Herzen sagt, im Zweifelsfall ist meine Identität in Christus. Das heißt, dass wir Brüder sind, mir wichtiger als die ethnische Zugehörigkeit. Und natürlich im Kriegsfall, wie wir ihn ja auch unter christlichen Nationen hatten, Erster Weltkrieg, Kaiser Wilhelm, Gott mit uns, Victoria, oder da war sie nicht mehr, aber die Engländer, Gott mit uns, God with us. Ne? Was ist da wichtiger? Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr betont hätten in christlicher Kirche, wäre vielleicht auch manche Konflikte in Geschichte, manche Konflikte nicht so eskaliert, wie sie eskaliert sind. Dankeschön. Ich habe noch eine andere sehr spannende Frage. Wer nimmt auch die Aussiedler, die Russlanddeutschen wahr? Sie fühlen sich abgehängt, enttäuscht, neidisch auf die neuen Fremden. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich hatte vorgestern ein Mentoring-Gespräch mit einem jungen Mann, der auch aus russlanddeutschem Hintergrund ist. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns jetzt anderthalb Jahre regelmäßig treffen. Er hat 9 Geschwister, oder sie sind 9, er ist Nummer 7, er ist der Erste, der in Deutschland geboren ist. Komme aus einer ganz frommen Familie, so fromm aber, dass eigentlich alle Gemeinden nicht so gut sind wie sie, als jetzt Pro-Christ war mit Klaus Göttler in der Stadt, wo sie da herkommen, hat diese Gemeinde nicht mitgemacht. Aber, und jetzt kommt das Problem, durch die Isolation, teilweise auch selbstgewählt, das sind jetzt die frommen Russlanddeutschen, ist es so, dass auch Themen wie Drogen, wie Alkoholismus ganz stark sind. Und er sagt von seinen Geschwistern und seinen Cousins, die eine Hälfte geht in diesen ganz frommen Weg und bleibt in den Gemeinden und die anderen brechen absolut aus. Und viele haben ja auch nicht diesen Hintergrund. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. Wir sind ja in den 90er Jahren zu uns gekommen sind oberflächlich integriert, aber noch nicht wirklich. Und ich glaube, der Schlüssel ist in der Gemeinde. Vielleicht müssen wir Wege gehen, vielleicht müssen wir örtlich als Gemeindeleitenden oder solche Leute, sind ja sicher manche, wir müssen ja einfach mal auf die russlanddeutschen Gemeinden zugehen und sagen, lass uns doch nochmal neu ins Gespräch kommen. Also man hat sich so eingerichtet. Ne? Aber es ist ein großes Thema, da habe ich keine Antwort drauf. Okay. Dann war noch eine Bemerkung
Ich muss überlegen, ob ich noch eine Frage daraus formuliere dann gleich. Leider ist die Mauer zwischen den Flüchtlingen, und ich denke, es bezieht sich darauf, also unter den Flüchtlingen, die Christen und Muslime, dass da die Mauer auch sehr hoch ist. Das ist in der Tat so. Also nicht nur wir haben ja Mauern gegenüber anderen, da sind auch ganz viele Mauern. Aber vielleicht ist unsere Chance als Dritter quasi da ein bisschen zu vermitteln, das also Mediatoren zu sein in irgendeiner Weise. Könnte auch sein, wahrscheinlich viele dieser Mauern, die da sind, sind aufgrund der Erfahrung aus ihren Heimatländern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch ein Weg der Koexistenz, der ja teilweise Jahrhunderte eingeübt ist. Man ist nachbarschaftfreundlich, aber man geht sich aus dem Weg. Mhm. Ne? Und macht das ritualisiert, also beim Propheten Mohammeds Geburtstag besuchen die Christen ihre Nachbarn, gratulieren, und bei Weihnachten kommen die Muslime und gratulieren den Nachbarn. Und auf einer oberflächlichen Ebene funktioniert man, aber ansonsten ist man ganz getrennt. Aber eben die Frage ist immer, wer ist die Mehrheit und wer hat die Macht? Und das ist ja in vielen Ländern im Orient so, dass es dann eben doch so die orientalischen Christen trifft, die sozusagen seit Jahrhunderten in einer Durchhaltementalität leben. Wir halten durch, wir halten unseren Glauben, aber wir stecken den Kopf nicht so hoch, damit er nicht einen kürzer. Am Deckel, kürzer wird oder wir einen am Deckel kriegen. Okay. Genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie können wir uns als Gemeinden auf den Weg machen und Freunde werden? Ihr Marburg macht ja auch, macht euch auf den Weg, sage ich jetzt mal. Ja, ein paar von uns. Als Gesamtgemeinde weiß ich nicht. Ich glaube, Sie müssen immer, also wir haben, Elke, meine Frau, die ja Christusreif leitet noch im Augenblick, hat vor ein paar Monaten mal gesagt, wir rufen mal zu dem Thema zusammen, alle, die sich interessieren, kamen 70 Leute. Und dann der erste Schritt war, was macht ihr schon? Also wer hilft schon wo? In welchen Suppenküchen, Deutschkursen etc.? War eine große Zahl. Wir haben bei uns gemerkt, wir schaffen es nicht als Gemeinde, sozusagen Aktionen zu machen. Aber wir haben jetzt angefangen, die Leute neu zu vernetzen, die das gleiche Anliegen haben. Ich glaube, das ist sozusagen mein Thema. Vielleicht sollte man zuerst einmal intern miteinander ins Gespräch kommen. Einfach mal sagen, wir machen ein Treffen und das ist unser Thema und was können wir tun? Und dann aber auch nicht zwingen, dass alle das machen. Also das wäre auch übertrieben, sondern dass wir sagen, die Menschen, die jetzt hier ein Anliegen verspüren oder einen Ruf Gottes, die sollen sich verknüpfen, die sollen von Gemeindeleitenden oder CVM-Leitenden oder was auch immer, API-leitende Situation her wirklich alle Unterstützung kriegen und wir geben Freiheit. Und ich glaube, in Deutschland müssen wir uns noch sehr viel mehr vernetzen. Sowas wie heute ist super, weil es Austauschmöglichkeiten gibt. Was macht ihr, was machen wir, welche Modelle? Da, glaube ich, müssen wir noch Wege finden. Ne? Da sind auch so Sachen wie jetzt AWM, Korntal oder, sind alles sehr hilfreich, weil das so Vernetzungspunkte sind. Also auch ein bisschen, ich sage mal, barmherzig mit denen umgehen, die noch nicht gleich mit aufspringen? Ja, klar, natürlich. Und nicht jeder möchte unbedingt Arabisch lernen, obwohl das wirklich die Sprache des Himmels ist, wie wir wissen. Ne? Ich dachte immer Schwäbisch, das heißt, habe ich so gelernt hier. Also von daher, gut. Vielen Dank. Wir haben noch ein ganz tolles Geschenk für dich vorbereitet.